Dieses Screencast handelt vom V4, der Dampfdruckkurve des physikalischen chemischen Praktikums. Kommen wir als erstes zu theoretischen Grundlagen. Es gibt drei allgemeine Aggregatzustände, die ein Stoff einnehmen kann: fest, flüssig und gasförmig. Wie er vorliegt, hängt von der Temperatur und dem Druck ab, was man aus dem jeweiligen Phasendiagramm ablesen kann. Es ist ein PT-Diagramm und zeigt die Phasengrenzlinien, auf denen ein Gleichgewicht von zwei Phasen herrscht. Die Dampfdruckkurve, die wir in unseren Versuch aufnehmen, beginnt im Trippelpunkt, der für jede Substanz eine spezifische Größe ist, da in ihnen alle drei Phasen koexistieren, und endet im kritischen Punkt, ab dem die Gasphase und Flüssigphase nicht mehr unterscheidet werden können, da die Dichten gleich sind. Über die Dampfdruckkurve und die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung LNP gleich LNP Sternchen minus Delta H Verdampfung durch R mal 1 geteilt durch T minus 1 geteilt durch T Sternchen können wir die molare Verdampfungsenthalpie ermitteln, dazu aber später mehr. Kommen wir zunächst zur praktischen Versuchsdurchführung. Die Messapparatur, die wir in den Versuch verwenden, ist im Labor bereits aufgebaut und sieht schematisch wie folgt aus. Diese Abbildung findet ihr auch in eurem Praktikumsskript. Um das Methanol, das in der Apparatur vorliegt, runterzukühlen, wurde eine Kältemischung aus Eis und Salz hergestellt, die ca. minus 18 Grad besitzt. Anschließend wurde mit einer Pumpe ein Vakuum auf 7 Millibar gezogen, wodurch sich das Methanol aufgrund der Verdampfung weiter abkühlte. Durch das Vakuum können wir nun sicherstellen, dass in der Apparatur nur noch flüssiges und gasförmiges Methanol im Gleichgewicht stehen, weshalb sich nun der Druck immer zur gegebenen Temperatur einstellt und wir so die Dampfdruckkurve aufnehmen können. Anschließend wurde die Kältemischung entfernt und der Druck in 2 Grad Abständen bis zu 18 Grad ermittelt. Daraufhin wurde der Versuch abgebrochen und das Vakuum erneut gezogen. Kommen wir jetzt zur Versuchsauswertung. Im Versuchsprotokoll wurde in der Tabelle 1 die Messwerte in die Temperatur in Grad Celsius und der Druck in Millibar angegeben und in der Tabelle 2 der Kehrwert der Temperatur in 1 durch Kelvin ermittelt, wobei darauf zu achten ist, die Temperatur zuvor in Kelvin umzurechnen und der natürliche Logarithmus vom Druck in Millibar berechnet. Daraufhin wurde eine RGP-Auswertung von LNP in Abhängigkeit von 1 durch T vorgenommen und die Diagramme erstellt, nachdem die relative Standardabweichung aus der RGP-Funktion ermittelt wurde. Das Diagramm 1 zeigt die Dampfdruckkurve durch Auftragen von P in Abhängigkeit von T. Sie besitzt, wie schon im Phasendiagramm gesehen, eine positive Krümmung. Der von uns ermittelten Abschnitt des Phasengrenzlinie beinhaltet weder den Trippelpunkt noch den kritischen Punkt. Das Diagramm 2 zeigt die Auftragung nach Clausius-Clapeyron durch Auftragung von LNP in Abhängigkeit von 1 durch T. Daraus ergibt sich eine Gerade mit negativer Steigung, die durch lineare Regression und mit Hilfe von Excel in die Punkteschar eingetragen werden kann und deren Geradengleichung und Bestimmtheitsmaß angegeben werden können. Je näher der Bestimmtheitsgrad an 1 ist, desto weniger streuen die Punkte. Die zuvor ermittelte RGP-Funktion kann nun so grafisch überprüft werden. Als letztes kann nun durch die Steigung die molare Verdampfungsenthalpie ermittelt werden, da die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung auch wie folgt betrachtet werden kann: minus Delta LNP geteilt durch Delta 1 durch T mal R gleich molare Verdampfungsenthalpie. Wobei die ermittelte Steigung M LNP die Differenz von LNP zu Delta 1 durch T ist. Woraus sich ergibt, dass durch Multiplizieren der Steigung mit minus R die molare Verdampfungsenthalpie ermittelt werden kann. Das war dann das Ende der Auswertung und dann wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg bei euren eigenen Praktiken.